Und dann würde ich im nächsten Step mit euch in die Entwicklungswerkstatt gehen und euch mal zeigen, wie kommen wir überhaupt darauf, die Feder so oder so zu bauen. Woher wissen wir, dass der Golf oder der BMW oder Mercedes oder Audi 30 mm Tieferlegung vertragen kann oder nur 30 und nicht 40 oder 20. Das zeige ich euch in der Entwicklungswerkstatt. Sehr cool. Und jetzt gehen wir eben in den Stabilbau. Ja, hier befinden wir uns, wie gesagt, in der Produktion für die Stabilisatoren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon vorproduzierte Stäbe. Auch wo die Enden schon bearbeitet sind, gelocht, geschrotet, nennt sich das Verfahren. Mit den sogenannten Stellringen dabei, dass das Lagergummi halt auch oder der Stab sich nicht verrutschen kann. Das zeige ich euch dann jetzt am Biegeautomat. Da hängen die ganzen Muster? Oder? Genau. Das ist auch wie schon bei den Federn, haben wir ein sogenanntes Archiv für unsere Muster, für alle Stabilisatoren, die wir bereits gemacht haben. Wir haben auch noch ein weiteres, das ist natürlich viel, viel größer. Okay. Hier lagern so die gängigsten Stäbe, die wir halt auch immer wieder nachproduzieren, damit wir halt keine langen Wege haben. Ich sage jetzt mal, so Stäbe, die wir einmal gemacht haben oder nur eine Kleinserie gemacht haben, die archivieren wir natürlich auch, aber nicht hier, weil wir natürlich auch den Platz irgendwo benötigen. Okay. Sonst stellen wir uns das halt alles zu. Das ist unser Kollege Michael, der verantwortet unter anderem auch die Produktion und halt auch die Maschine. Okay. Wir haben einen sogenannten Biegeautomaten, wo wir auch unterschiedlichste Durchmesser verarbeiten können. Okay. Das Material wird verarbeitet, als wäre es Butter. So weich. Ne? Unglaublich. Und da steckt so viel Kraft hinter der Maschine, dass du das so bewerkstelligen kannst. Weil wenn ich dir den Stab jetzt so in die Hand geben würde, du würdest das nicht einen Millimeter verbiegen können. Und guck mal, wie sauber und einfach die Maschine das macht. Auch so kleine Radien, ne? Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und dann kann der Michael uns auch gleich zeigen, wie das hier mit dieser etwas größer dimensionierten Schere abgetrennt wird. Die Schere hat ein Gewicht von 265 Kilo. Jetzt sehe ich das gerade. Genau. Quasi, okay, das ist ja sehr lang und das wird jetzt am Ende abgeschnitten. Genau, du hast halt ein Stabmaterial, definierte Länge. Und du kannst halt aus so einem Stab in etwa knapp 3 Stäbe produzieren. Okay. Genau. Und woher weißt du, wo du schneiden musst? Das ist alles computergesteuert. Der Stab ist jetzt quasi fertig gebogen. Okay. Und jetzt trennt der Michael das ab. Ja, aber woher weißt du, wo? Ich meine, die Auflagefläche ist definiert. Die Schere wird quasi... Boah. Und das wird so durchgeschnitten. Kannst du ja sehen. Hab ich? Ja. Das wird durchgeschnitten wie Butter, ne? Wir sollen nicht mit der Hände dran kommen, weil das Messer. Was haben wir hier für einen Durchmesser aktuell? Das ist 32 mm und hat eine Festigkeit von ca. 1200 Newton. Also ist schon ein bisschen was, ne? Das ist schon ein bisschen was. Geben wir auf. Das ist aber, wie schwer ist das? Das ist halt Vollmaterial. Ich denke, der wird so um die 12 Kilo haben. 12 Kilo, genau. Ich habe das nicht erwartet, dass er so schwer ist. Also ich habe jetzt 700 Stück gebogen, 37 mm mit einem sehr großen Öffnungsmaß. Ja. Die liegen dann so 18 Kilo. Weil es halt viel Material ist. Ja, dann würden wir euch auch gleich mal den 3D-Scanner zeigen. Okay. Wie wir quasi auch qualitätstechnisch jetzt überwachen. Okay. Ob der Stab den Maßen entspricht, wie wir den gerne hätten. Wie du sehen kannst, ist in der Maschine befinden sich zig Kameras. 16 Kameras, genau. Das ist jetzt mein Bauteil. Das war's schon. Das war's? Also das war's. Oh, okay. Also der Serienhersteller gibt eine Manteltoleranz von 3 mm vor. Ja. Und ich gebe grundsätzlich 2 ein. Das heißt, selbst wenn er mal rot würde, an irgendeinem NGO, bin ich immer noch auf der sicheren Seite. Ja? Also unsere Toleranzen sind sogar noch knapper bemessen als die Industrie selber. Als die Industrie selber, genau. Oder wie sehe ich das? Einmal ist hier die grafische Darstellung, hier ist mein Anfang. Wenn ich zum Beispiel hier gerade 4.1 sehe, also geraden Anfang, 4, bin ich abweichend 3/10. Boah, okay. So, dann gehe ich hier auf das Prüfprotokoll. So, das heißt zum Beispiel, dass ich Montag wiederkommen darf.
Okay. Dann habe ich hier meine Biegekoordinaten, da sind die Soll-Ist-Wert-Vergleiche. Also theoretisch kann ich dieses Programm schreiben, indem ich eine Geometrie mit X, Y und Z-Koordinaten habe, einen Drahtdurchmesser und einen Biegeradius. Dann brauche ich nicht mal zu zeigen. Und der Ist-Wert dieser Biegung ist 76,07. Das heißt also, ich habe eine Abweichung von 0,17. Das ist Und das wird jedes Teil so gescannt? Gemacht? Und ich gehe ungefähr mit jedem 10. Teil, wenn sie so perfekt laufen, hier hin. Es gibt aber auch 100% Kontrolle. Okay. Ja, also das muss ich, das hat ein Gefühl. Man merkt, oh, guck mal, dieser etwas öfter. Ne? Oh, okay. Sehr schön, vielen Dank. Danke, Michael. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Also zum Beispiel, das ist jetzt noch roh, also gerade frisch vom Bieger, geschnitten, siehst du. Ja. Und hier ist schon, die Enden sind schon bearbeitet, geplättet, geschrotet und gelocht. Dieser Stab hat in dem Fall jetzt keine Mehrlochverstellung. Okay. Eine Mehrlochverstellung würde bedeuten, ich hätte hier ein Loch und hier daneben noch eins. Dann könnte ich stellen zwischen langem Hebelarm und kurzem Hebelarm. Okay. Was viele zum Beispiel nicht wissen, was macht der Stabi eigentlich, der Stabilisator? Im Geradeauslauf sind die neutral. Du merkst die im Geradeauslauf, keine Komforteinbußen. Sobald du mit dem Fahrzeug dich in eine Kurve begebst, dann hast du ja immer die Schwerpunktverlagerung. Also angenommen, du fährst in eine Rechtskurve, der Wagen kippt nach links weg. Genau. Dieses sogenannte Schaukeln hat fast jeder Serienhersteller. Mhm. Das haben alle Fahrzeuge und mit diesen Stabilisatoren können wir dem entgegenwirken. Oh, okay. Du hast ein Fahrgefühl, das ist unbeschreiblich. Und ich empfehle auch wirklich jedem immer, der soll mal sich in ein Fahrzeug setzen, wo noch kein Fahrwerk umgerüstet wurde, sondern nur mal die Stabis umbauen und dann das Fahrzeug noch mal fahren. Man denkt wirklich, man hat ein komplett neues Fahrwerk. Und das nur durch die Stabilisatoren. Okay. Die Wankneigung wird enorm minimiert und du hast ein viel sicheres Gefühl in der Kurve, eine viel höhere Performance und auch viel schnellere Kurvengeschwindigkeit. Okay. Warum bauen die Hersteller nicht direkt die Stabis ein? Weil die Hersteller natürlich die Fahrzeuge für die Masse fertigen. Und du hast natürlich auch immer gewisse Ansprüche. Es gibt den einen Fahrer, der ist ein bisschen sportlicher ambitioniert. Du hast den einen Fahrer, dem ist eigentlich relativ alles egal. Der will nur komfortabel von A nach B. Bisschen hier, ich sag jetzt mal, bei sich um die Kirche fahren, wie man das so salopp sagt. Und natürlich auch für den Rennsportbereich. Bei SUVs zum Beispiel auch, für die G-Klasse als Beispiel bieten wir die auch an. Du sitzt in dem Auto, ein G63, du fährst in die Kurve und das ganze Auto ist am Wippen. Ja, genau. Das fällt damit weg. Also nicht komplett, aber wird drastisch reduziert. Du hast einfach ein viel sicheres Fahrgefühl. Eine deutliche Performance-Steigerung. Das hat mich an der G-Klasse gestört. Ja. Das hat wirklich so, wie so ein Schaukelschiff. Deutliche Performance-Steigerung. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich mal den Stabi zu verbauen. Das solltet ihr immer machen. Wir probieren einen aus. Ja. So, und die Enden werden hier verarbeitet. Die Enden werden erhitzt, um das Material quasi gefügiger zu machen. Weil was wir jetzt die ganze Zeit schon hier bei dem Bieger auch hatten, ist ja wieder die Kaltverformung. Oh, okay. Und die Enden werden erhitzt, um diese dann entsprechend hier schroten und plätten zu können. Damit du die Enden, so wie ich dir das gerade gezeigt hatte mit dem Loch, hier verarbeiten kannst. Dafür werden die Enden erhitzt. Aber warte, damit ich das verstehe. Ja. Das Ding ist ja schweineheiß jetzt. Die Enden sind heiß. Hier könntest du rein theoretisch, hier guck, kannst du anfassen. Fass an. Okay, ist kalt. Ja. Wie kann das? Ich meine, das ist ja. Du hast ja nur einen konzentrierten Punkt, der erhitzt wird. Okay. Und aber das leitet? Das Material leitet aber nicht die komplette Hitze bis ans Ende. Okay. Das hört irgendwo hier im oberen Bereich schon auf. Okay. Genau. Ja, und so verarbeiten wir die Enden. Dominik, wenn du mal filmen möchtest, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Zweifachverstellung und in dem Fall sogar eine Dreifachverstellung. Warum Dreifachverstellung? Auf dem längsten Hebelarm, je länger der Hebelarm, desto weicher der Stab, desto mehr gibt er nach, hast du hier natürlich eine etwas weichere Abstimmung, die aber schon stärker ist im Gegenzug zur Serie, also im Vergleich zur Serie. Mittel und natürlich dann sehr kurzer Hebelarm. Also da wird er dann in Kurven schon so straff, dass er gar nicht mehr nachgeben möchte. Und so kannst du die Abstimmung von einem Fahrzeug verändern. Zum Beispiel heckgetriebene Fahrzeuge, BMWs, viele M-Modelle, neigen immer dazu, dass das Fahrzeug übersteuert. Du fährst in eine Kurve, bist natürlich jetzt in einem gewissen Punkt der Kurve, wo du das Gas betätigst oder das Fahrzeug zum Einlenken mit der Hinterachse verhelfen willst. Du kommst schneller durch die Kurve. Im Rennsportbereich ist das natürlich sehr ausgefeilt. Wenn das Heck mitlenkt, also sprich, es gibt ein bisschen nach,
Du hast ein viel besseres Gefühl fürs Auto, was aber wiederum gefährlicher ist für den Otto Normalverbraucher, der mit einem übersteuernden Heck nicht umgehen kann. Das Heck kommt, er weiß nicht, wie er das Fahrzeug bewegen soll, das Fahrzeug bricht aus. Und das kannst du mit den Stabilisatoren einstellen. Oh, okay. Ob das Fahrzeug über die Vorderachse schieben soll, untersteuernd, ja, oder über die Hinterachse schieben soll, übersteuernd. Okay. Du kannst ein harmonisches Fahrverhalten einstellen, du kannst ein übersteuerndes oder ein untersteuerndes, wie du das halt gerne möchtest. Sehr schön. Das ist alles möglich. Gutes Produkt. Ja, das müsstest du am besten mal testen in einem deiner Fahrzeuge. Ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mit dem David oder mit dem Defi auf die Rennstrecke zu gehen, damit die mir so ein bisschen zeigen, was da so abgeht. Ja. Ja. Ich war noch nie auf der Rennstrecke, das wisst ihr auch. Mit dem David, mit dem Tesla wart ihr doch schon mal. Aber da bist du nur mitgefahren, glaube ich, oder? Ich bin nur mitgefahren und das Problem bei dem Tesla war, wir waren auf dem Sachsenring und haben den Weltrekord gemacht, aber der Tesla war ab der Hälfte der Strecke, haben wir auf dem Display eine Anzeige bekommen, Akku zu heiß, muss man abbrechen. Ah, okay. Also trotzdem, dass der Tesla quasi nur eine halbe Strecke gefahren ist mit Vollleistung, haben wir den Weltrekord gebrochen da. Okay. Also wirklich, ja, war gute Leistung. Aber ich selber bin noch nicht gefahren, aber ich bin davon nicht abgeneigt und dieses Jahr auf jeden Fall fahre ich auf der Rennstrecke. Das machen wir. Als nächstes würde ich vorschlagen, gehen wir in die Entwicklungswerkstatt. Okay. Da würde ich euch noch was Spezielles zeigen. Wir haben aktuell auch ein sehr starkes Auto da, den du auch selber gefahren bist, schon mal. Da haben wir jetzt auch ein neues Produkt für gemacht und da würde ich euch mal an die Hand nehmen und zeigen, wie läuft das hier eigentlich ab, wenn die Fahrzeuge kommen, wir eine Entwicklung machen, wie gehen wir da dran. Dann bekommt ihr das mal so ein Gefühl dafür, wie wir von null anfangen. Da habe ich auch eine Überraschung für euch, die zeige ich euch jetzt mal. Da gibt es bestimmt Gratis-Geschenke. Dann geht mal durch. Okay. Mein Lieblingsauto. Scheiße. Ja, also wir sind ja auch ein Freund von den klassischen Fahrzeugen. Oldtimer, Youngtimer, seltene, nicht so seltene. Also wir können wirklich für alle Fahrzeuge etwas produzieren und bedienen. Das Auto ist tatsächlich neu. Das ist Christians Auto von unserem Geschäftsführer, Christian Heine. Der hat auch eine Liebe zu... Ja klar, gerne. Hat auch eine große Liebe zu Oldtimern. Und das wäre jetzt in dem Fall ein BMW E30 M3 Evolution 2. Die waren limitiert auf 500 Stück. Okay. Das ist die Nummer 185 von 500. Da ist auch die Plakette in der Mittelkonsole angebracht. Der Wagen wurde von Grund auf komplett neu restauriert über die Firma 2.0 Automotive in Düsseldorf. Okay. Also das war wirklich absolute Bestarbeit, die da abgeliefert wurde. Das Auto hat nach Classic Data tatsächlich eine 1 bekommen. Ja, wie die Türen, ne? Das ist ein Klang. Ja, auch der Motorraum, also kann ich euch gerne mal eben zeigen. Alles unglaublich neu, Leute, gemacht, ja. Unglaublich, das ist ja alles nagelneu. Ja. Haben die wirklich alles nagelneu hier verbaut? Es waren auch viele Teile, die man verwenden konnte, aufarbeiten konnte, aber ich sag mal, es sind wirklich viele Teile neu gekommen. Welches Baujahr ist das? Das Auto ist Baujahr 88. Boah. Und Kilometerstand laut Tacho? Jetzt aktuell, nach erfolgter Revision, sind wir bei 114 Kilometer. 114 oder 114.000? 114. Boah. Guck mal hier die Matte. Das ist alles nagelneu. Ja, wirklich. Das sind auch zum Beispiel so Teile, da haben wir wirklich dann auf Hilfe auch von außerhalb uns verlassen. Gott sei Dank auch die Hilfe bekommen. Das sind so Teile, die bekommst du nicht mehr neu. Sehr selten, wird mit Gold aufgewogen mittlerweile. Es gibt viele Teile leider an den Autos, die wirklich selten sind, weil es die nicht mehr gibt und BMW die nicht mehr produziert. Viele Sachen gibt es noch, aber leider nicht mehr alles. Ich finde das richtig schön hier, diese Kotflügelverbreiterung. Ja, gut, das ist halt so ein typisches Relikt aus den 80er, 90er Jahren. Ne? Da gab es ja viele Autos, die hatten. Lancia Delta Integrale, Evolution, Rally Golf 2, E30. Hm. Das waren schön, so die Autos, ne, die das hatten. Der ist, glaube ich, neu. Der ist neu, ja. Und das ist so, glaube ich, Inspiration für mich gewesen, damals als kleiner Junge, Breitbauten zu bauen. BMW hat es vorgelegt und ich habe gesagt, ich will auch. Das sind immer noch Traumautos. Die hatten tatsächlich auch mal ein sehr starkes Tief. Okay. Die Autos hat man mal so in den 90er Jahren tatsächlich für rund 12.000, 9.000 Mark bekommen. Und dann kam auf einmal der Knall.
Ja, also unsere Pflege, unsere Liebe zu Oldtimern. Da würde ich auch gerne euch noch was zeigen. Apropos, ihr macht ja nicht nur für neue Autos, sondern auch Oldtimer. Genau, und zwar gerade für so Fahrzeuge aus den älteren Baujahren, Oldtimer, Youngtimer, wo zum Beispiel der Achsschenkel, die Aufnahme für die Radnabe an sich mit dem Federbein verbunden war, haben wir sogar auch Systeme, Fahrwerkssysteme, um das Auto auch einfach aufzurüsten, weil man muss bedenken, diese Autos stammen aus den 80er, 90er Jahren. Bedeutet, die haben natürlich nicht solche Fahrdynamiken, wie man sie heute mit einem Golf GTI vergleichen kann. Unmöglich. Aber um halt auch da Ersatzteile liefern zu können und halt auch ein Upgrade liefern zu können, bieten wir auch für solche Fahrzeuge Fahrwerke an. Okay. Und da werden solche Originalbauteile von uns umgearbeitet. Das ist das Originalteil vom BMW, jetzt aktuell auch von dem E30 M3. Bekommt ein Außengehäuse von uns, ein Gewindeaußenrohr und du hast halt ein Upgrade. Und halt auch die Möglichkeit, wenn jetzt das Originalfahrwerk von dem Auto kaputt ist, verschlissen, wie auch immer, im Laufe der Jahre kann man das durch unsere Systeme erneuern. Ihr entwickelt immer noch für die alten Autos? Haben wir nach wie vor im Programm. Heute auch noch? Genau. Okay. Und das Schöne ist auch, gerade diese Fahrwerksumrüstung für die Oldtimer sind alle Metallegutachten. Und dadurch, dass es H&R schon seit 79, 80 gibt, verfügen wir tatsächlich sogar über die ältesten Teilegutachten und Prüfberichte. Heißt, baust du ein H&R Gewindefahrwerk ein, hast du sogar eine H-Zulassung. Ach Quatsch. Ja. Federn, Gewindefahrwerke hast du im vollen Umfang H-Zulassung. Einfach anfragen bei uns für die Fahrzeuge. Also warte, ich habe einen 2002er, ne, einen grünen. Ja. Kann ich im Prinzip da eine H-Zulassung, okay? Ja. Genau, haben wir ja auch das Fahrwerk für. Der ist ja nicht zugelassen. Da kann man auch eine H-Zulassung für. Okay, cool. Das ist kein Problem.